Auf wie geht's? Grashopper! Da ist er, Grashopper! Da! Hallo liebe Rasenfreaks! Ja, das Wetter ist doch nicht nach Cabrio fahren, aber so gerät ihr mich natürlich besser. Ja, wir besuchen heute die Firma Grashopper. Wir sind hier gerade angekommen, 7 Stunden Fahrt von uns. Und ja, wir sind ja gespannt, was wir hier heute erleben werden bei der Firma Grashopper. Fahren wir erstmal auf den Parkplatz. Bis gleich! Ah! Ach, geschafft. Geschafft. 700 Kilometer später. Nein, 7 Stunden, 600 Kilometer. Ja, wir waren fix. Wir sind da. Die Firma Grashopper hat hier ein großes Gebäude gekauft und ist noch am Renovieren. Hat sich also vergrößert, hat alles hier zusammengezogen an diesem Standort. Aber das werdet ihr gleich erfahren. Wir sagen erstmal guten Tag. Grashopper. Da ist er, Grashopper. Da. Ja. So, ja, wir sind jetzt hier mitten in den heiligen Hallen im Lager von der Firma Grashopper. Neben mir stehen die Tanja und der Heiko. Das sind die beiden Geschäftsführer der Firma. Ein Familienunternehmen, eine kleine Firma. Und die haben sich jetzt tatsächlich mit diesem Gebäude ein ganzes Stück vergrößert. Sie haben ihre ganze Produktpalette hier zusammengezogen. Hier sieht man jetzt also die ganzen Produkte, die die beiden so anbieten, verkaufen an Golfplätze, an Fußballplätze. Und ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke, dass wir hier sein dürfen, dass wir hier filmen dürfen. Es ist noch ein bisschen früh, weil es ist noch nicht ganz fertig hier. Also hier wird noch mächtig gebaut, aber das zeigen wir natürlich nicht. Genau. Ja, die erste Frage vielleicht an euch. Philosophie. Was ist eure Firmenphilosophie? Was treibt euch an? Was ist euch wichtig? Gut, wir hatten ja von Beginn an mit Meeresalgen zum Beispiel ein Produkt im Portfolio, was immer schon nachhaltig eigentlich war. Und die ganze Entwicklung war ja so, dass das Thema Pflanzenschutz immer weniger werden musste und bei den Golfanlagen vor allem auch und den Fußballplätzen. Und da mal eine Produktpalette zusammengesucht, die einfach nachhaltiger ist, das heißt weniger Stickstoff, so wenig wie möglich, viel Biostimulantien, Mikroorganismen, um einfach das Bodenleben auch anzuregen, zu aktivieren, um einfach da so eine gesunde Grundlage zu schaffen. Das war so das Ziel. Und da waren wir eigentlich mit Grashopper, wir hatten ja 2007 begonnen, eigentlich eine der ersten, die da auch so diese Palette aufgetan haben, wo viele noch auf Stickstoff gesetzt haben. Und deswegen sind wir da schon lange unterwegs mit dem Thema. 2007, also da habt ihr hier durchgestartet mit Grashopper. Genau, das ist natürlich ein super richtiger Weg, weil alle, ich war ja nun gerade in dem Greenkeeper-Lehrgang, alle sagen, es wird in wenigen Jahren überhaupt keine Pflanzenschutzmittel mehr geben. Und darauf muss man vorbereitet sein und da seid ihr schon lange dran, eben genau solche Produkte anzubieten, die dann noch eben dafür sorgen, dass man eine schöne Rasenfläche hat. Genau. Ja, und wie ist der Name denn eigentlich entstanden? Ich weiß, das weiß Heiko zu berichten. Der Name ist damals in einem Sonntagnachmittag entstanden. Ja, wir hatten damals noch einen anderen Geschäftspartner dabei, den Jan, und mit seiner Frau und Tanja saßen wir zusammen und haben dann so ein bisschen überlegt, wie nennen wir die Firma? Ja, machen wir ein Zusammenspiel aus beiden Nachnamen oder was machen wir? Und ich war damals so ein bisschen inspiriert von irgendwelchen anderen Firmen, die ein Logotierchen haben. Unter anderem Audi hatte damals diesen Gecko. Und wir haben dann damals gesagt, na ja gut, ein Logotierchen wäre vielleicht eine ganz nette Geschichte. Und haben dann gesagt, oder haben dann überlegt, Was passt zu uns oder was passt zum Rasen? Und irgendwann sind wir dann auf Grashopper gekommen und haben dann den Namen Grashopper so ein bisschen gegoogelt damals schon. Und, also wirklich der Grashüpfer, ja? Der Grashüpfer, ganz genau, der Grashüpfer haben wir dann gegoogelt und dann haben wir festgestellt, es gab dann Kindergärten in Berlin, die schon Grashopper heißen, allerdings diese englische Variante mit PP geschrieben. Ja. Es gibt natürlich den Fußballverein in Zürich, Grashopper Zürich. Ja, ja.
Und da haben wir natürlich dann so ein bisschen überlegt, wie können wir uns da jetzt nochmal absetzen davon, und haben einfach dieses PP rumgedreht, haben gesagt, wir machen die Striche nach oben und machen BB draus. Ja, also das heißt jetzt, genau ausgesprochen, der Grashopper. Der Grashopper. Die schwäbische Herkunft auch mit drin. Sehr gut. Also jetzt wisst ihr es, der Hopper. Super. So, lieber Ramses, wir fliegen jetzt mal hier durch die Halle, durch das Lager. Heiko erzählt so ein bisschen, was wir hier haben. Heiko, los geht's. In unserer Reihe sind alles Shop-Produkte, die wir im Online-Shop drin haben. Also für die Privatkunden. Ganz genau. Das ist so die Privatkundenreihe. Okay. Alles andere, was wir hier so sehen, links und rechts. Andreas, schau nicht so genau. Ah, darf ich nicht? Ja, darf ich nicht. Okay. Rechts sieht man jetzt unser Nachschublager, also hier hinterm Gabelstapler. Ja. Und, links auch alles Lager. Hier unten, die untere Reihe, ist schon gepackte Ware für unsere Profikunden, die also unser Mitarbeiter hier heute schon vorbereitet hat. Und das geht dann heute Nachmittag raus, kommt die Spedition, holt es ab. Wahnsinn. Und bringt es dann zu unseren Kunden. Wahnsinn, cool. Ja, danke. So, Heiko, was sehen wir jetzt hier? Wo bist du denn noch da? Ja. Was habt ihr jetzt hier so an Produkten noch stehen? Das ist so ein kleiner Teil unserer flüssigen Produkte. Da steht jetzt nicht alles gerade. Haben noch ein weiteres Lager. Okay. Und soll dann auch alles dann demnächst hier stehen. Und von hier aus gehen dann die ganzen flüssigen weg. Hier sieht man auch eine Palette, die schon angefangen worden ist zu packen. Und, genau. Und die kleinen Flaschen, die habt ihr jetzt irgendwo noch separat stehen, die auch bei euch im Shop sind. Genau. Die kleinen Mengen, das ist ja hier etwas so für die großen Flächen. Selbst die 1-Liter-Flasche ist ja tatsächlich für uns Privatkunden fast noch zu viel. Also das ist ein Problem. Ich weiß, das ist ein Problem mit den Mengen. Ja, aber die Mengen, klar, aber das sind natürlich einfach Produkte, die in so einer hohen Konzentration sind, und dann braucht man da auch wenig davon. Genau, aber ihr sagt immer, die halten auch Ewigkeiten. Richtig, also das heißt, man kann die auch durchaus mehrere Jahre verwenden, und von daher ist das dann auch kein Problem. Richtig. Ja, wir stehen jetzt im Grunde genommen hier vor dem zukünftigen Verpackungsbereich. Hier ist so ein kleiner Tisch schon aufgebaut. Hier werden tatsächlich die Produkte für uns, für die Privatkunden verpackt. Stichwort Online-Shop für die privaten Rasenfreaks. Ihr kommt ja aus dem Profibereich, habt jetzt euch entschieden, auch eure Produkte, zumindest ein paar Produkte, online für uns private Rasenliebhaber anzubieten. Wie läuft das? Wollt ihr da mehr machen? Wollt ihr das erweitern? Ist das nur ein Experiment? Vielleicht könnt ihr dazu mal einen kleinen Kommentar abgeben. Ja, das entwickelt sich wirklich ganz gut. Wir haben da vor 2 Jahren angefangen mit dem Shop und hatten ein paar erste Produkte eingestellt, wollten mal schauen, wie das läuft. Der Gedanke kam eigentlich daher, dass die ganzen Profi, also die Greenkeeper, immer gesagt haben, wir werden angesprochen von Leuten, wo kommt der Dünger her, wo kriegt man den? Und hatten überlegt, ja klar, man kann es natürlich auch im Privatbereich machen, hatten einen Shop aufgebaut und ist für uns natürlich ein Thema, was sich gerade nebenher entwickelt, was ein bisschen auch Zeit braucht. Auch gerade so der Wunsch kann man gut nachvollziehen, auch verschiedene Verpackungsgrößen zu haben. Aber es sind halt Profi-Verpackungen, die einfach die Aufwandmenge vom Profi irgendwie widerspiegeln und die natürlich für den Privatmann oftmals zu viel sind. Auch da werden wir irgendwie das weiterentwickeln und auch andere Lösungen noch anbieten. Nach und nach, muss man sagen. Also ja, okay. Wird denn Dünger überhaupt schlecht? Also kann er altern? Also er kann altern, indem er feucht wird. Ja, okay. Also Granulate halt, ne? Und dann Klumpen und zusammenbacken, und dann ist es natürlich einfach schwierig, das auszubringen. Ja. Aber an sich kann eigentlich, kann Dünger nicht alt werden. Ja, liebe Rasenfreaks, ihr könnt uns ja mal auch ein Feedback geben, was ihr schon für Erfahrungen gemacht habt mit den Grashopper-Produkten. Und wir verstehen natürlich, dass ihr kleine Rasenflächen habt und dass dann so ein 20-Kilo-Sack eben natürlich ein bisschen viel ist, aber vom Profi zum Privatmann ist natürlich auch für eine Firma nicht so der ganz einfache Weg, glaube ich. So, jetzt werde ich mir mal meinen Dünger hier rausholen aus dem Lager. Den werde ich nämlich ganz persönlich heute mitnehmen. Normalerweise wird er ja versandt.
Thema Versandkosten vielleicht noch, das ist noch ein ganz wichtiges Thema. Ja, der Versand kostet Geld und das ist auch nicht zu verändern. Ihr könnt tatsächlich, weiß ich nicht, ob ihr es könnt, aber können die Kunden auch hier vorbeikommen und den Dünger selber abholen? In der tiefsten Provinz? Wenn sie die Kunden hier drauf, ja. Also es gibt tatsächlich schon eine kleine Gruppe an Kunden, die wirklich kommen und Dünger holen, letztes Jahr schon. Ja. Also wenn ihr in der Region seid, einfach kurz eine Mail schicken, da kann man einen Termin abstimmen oder gucken, dass wir dann auch wirklich hier parat stehen. Genau. Was natürlich noch ganz wichtig ist, es gibt einen Gutschein, einen Rabattcode von Grasshopper, ne, über uns, aber der gilt nur einmal pro Jahr. Also wenn ihr etwas kauft, dann kauft möglichst gleich die ganze Jahresmenge. Sag ich jetzt, das finde ich natürlich nicht gut. Aber der ist nur einmal gültig, das ist wichtig zu wissen. Aber ihr kriegt 5% Rabatt und den dürft ihr natürlich gerne nutzen. So, hier, jetzt verpackst du zwei flüssige. Ah ja. Auch für einen Privatkunden jetzt, ja? Privatkunden, ja, nach Bochum. Nach Bochum, also Achtung nach Bochum, ihr kriegt gleich Ware vom Grasshopper. Was kriegt der? Er kriegt Resisto. Hier ein Liter Resisto. Und die Meeresalge. Ein Liter Meeresalge. Ja, super, sehr gute Kombi. Wir packen das da rein. Dann kommt immer ein Dosierbecher oben drauf. Bei Resisto. Oh, was? Wieso habe ich denn keinen Dosierbecher? Ich habe auch einen Dosierbecher. Ein Dosierbecher. Mensch, der ist super. Dann der Lieferschein. Den müsst ihr auch noch dazu packen. Also der kommt dann in diese rote Tüte noch mit rein. Oder wie macht ihr das? Wir haben rote und grüne. Aha. Die kenne ich gar nicht. Gibt es da einen Unterschied? Nee, wahrscheinlich ist das egal. Die Grüne sind nachhaltiger. Ja? Ja. Super. Wird drauf gemacht, damit der Kunde auch weiß, was er bekommt. Ja, Werner, was kriege ich jetzt eigentlich? Ja, also laut Lieferschein, den man mir zugemeldet hat. Okay. Universal Pro 1115, ja, zwei wunderbar. Säcke. Und sie nimmt CG909 ebenfalls zwei Säcke. Das holen wir jetzt. Das heißt hier der eine, das ist ein reiner mineralischer Dünger und zwar 50% sofort wirksamer Stickstoff und 50% auf Harnstoffbasis basierender Langzeitstickstoff. Also das ist auch ein sehr interessantes Produkt, haben wir noch nie verwendet. Machen wir jetzt dieses Jahr zum ersten Mal. Okay, so, jetzt geht's los. Entschuldige. Kein Problem. Gut. Also hier ist die ganze Shopware. Ja. Und hier wäre 1,5. Das sind 20 Kilo Säcke. Ja. Und der Rasenfrick hat zwei Säcke bestellt. Ja, wunderbar. Dann kriegst du schon mal die zwei. Genau, ich schieb mal den Wagen. Genau. Ja, ein bisschen hier die Arbeitsteilung. Und dann kriegt er noch 909. Oh. Das ist das hier. Die C-Nymph, genau. Die schöne C-Nymph. Ebenfalls zwei Säcke. Und jetzt kriegst du einen Lieferschein von mir. Ich kriege sogar einen Lieferschein. Genau. Danke. Und kriegt meine Frau. Den kriegt deine Frau. Die ist auch die Chefin. Und ich krieg dann nachher noch eine Unterschrift, dass du die Ware erhalten hast. Super. Okay. Dann fahren wir mal weg. Yeah, ich habe meinen Dünger. Freaks. Endlich kann es losgehen. Gut, ja, dann nochmal vielen Dank, dass wir hier sein durften. Sehr, sehr spannend. Wir sind sehr gerne gekommen. Und ich bin gerade von der Philosophie, also von der Ausrichtung, auch sehr, sehr angetan, die ihr habt. Und ja, schauen wir mal, wie sich dieses Jahr mein Rasen entwickelt mit euren Produkten. Aber es liegt ja nicht nur an den Produkten, es liegt auch an vielen anderen Dingen. Das muss man immer betonen. Also der Dünger allein bracht noch keinen schönen Rasen. Nicht wahr, Christian? Er ist übrigens auch da. Christian, komm mal her. Also, wir haben hier noch gar nicht Bild gehabt. Ne? Hier, kennt ja Christian. Ne? Was sagst du dazu, Christian? Was erzeugt einen schönen Rasen? Ja, das Gesamtpaket macht. Genau. Klar, wir brauchen ein vernünftiges Produkt, aber es muss, wie du gerade schon gesagt hast, das andere drumherum auch halt passen. Die mechanische
Bearbeitung. Richtig. Muss damit auch kombinieren. Also wie gesagt, das ist ein großes Ganzes und wenn das große Ganze gut gemacht wird, dann hast du im Endeffekt auch einen schönen Rasen. Genau. Kann man denn eigentlich so die Profi-Anwendung übertragen auf den privaten Garten, auf den privaten Rasen? Na, jetzt kommt der Sandman. Der Sandman, der Sand geht immer, ihr wisst es ja. Das ist genau mein Thema. Ich komme halt viel auch in Privatgärten oder auch manchmal auf kommunale Flächen, wo ich dann einfach sage, Leute, denkt einfach über Sand nach. Ja, ihr Sanden. Nicht ständig, aber einfach, da muss manchmal einfach mal Sand reingepackt werden, das Ganze. Ja. Super. Und wenn ihr ein ausführliches Video über Sand sehen wollt, mit Heiko und mir, dann müsst ihr da oben mal klicken. Also das ist, da wisst ihr ja dann alles über Sand. Super, okay, danke euch. Ich sage jetzt schon mal Tschüss und jetzt kommt Werner. So. Bitteschön, klasse. Viel Spaß. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.